Lanja Roulette versucht aufzuholen. Denn es gab mal wieder ein Update, beziehungsweise ein neues Level, was wir spielen können. Mit einem neuen Gegner. So dunkel wie der ist, könnte er auch mein Vater sein. Die hintere Gasse. Das passt, da ist mein Vater auch. Wir schauen uns das Update und den neuen Gegner heute gemeinsam an. Also macht euch bereit. Nehmt eure Pink. Wir kriegen sogar eine nice Animation. Stehen bleiben. Was ist los? Ein Polizist, der eine Waffe auf den schwarzen Mann hält. Ich weiß genau, wohin das führt. Ich kenne die Spiele des Mannes zu gut. Und er entkommt jedes Mal mit dem ganzen Geld. Es sieht so aus, als hättest du kein Problem damit, ihn zu schlagen. Wie wäre es, wenn wir ein Spiel spielen? Ein Glücksspiel? Wenn du mich schlägst, nimmst du den Aktenkoffer und das ganze Geld da drin. Wenn ich gewinne, du wirst nicht in einem Stück hier rauskommen. Okay, willst du dich hier ein bisschen entspannen? Ich werde das schnell und schmerzlos machen. Officer S. Officer S. Okay, wir haben ein Bier. Drei Items bekommen wir. Noch ein Bier. Und eine Lupe. Die ist gut. Für die Leute, die nicht wissen, wie Plunger Roulette funktioniert. Wir haben jetzt hier zwei Hebel. Jedenfalls in der ersten Runde. Der eine war eben gerade rot und der andere war grün. Das heißt, unter einem der beiden Hebel versteckt sich eine Bombe. Wenn wir die ziehen, explodieren wir. Dann gibt es auch noch diesen Schalter hier. Der Kippschalter. Der bewirkt, dass der nächste Hebel, den wir aktivieren, sich auf den Gegner auswirkt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel wissen, dass hier drunter eine Bombe ist, dann können wir den Schalter aktivieren und dann fliegt der Gegner in die Luft. Das hier ist eine 50-50-Chance. Von daher, ich gehe jetzt einfach mal auf Glück. Komm schon. Verdammt! Mist! Das kann nicht wahr sein! Bei ihm ist es jetzt hundertprozentig safe. Okay, wir bekommen jede Runde drei neue Items. Eine Lupe. Die hätte ich eben gerade verwenden sollen. Ich Vollidiot. Handschellen sind auch verdammt gut. Und ein Hammer. Ich glaube, der macht Double Damage. Diesmal sind es zwei Bomben und drei Safe. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Was? Er benutzt die Lupe? Okay. Das heißt, er weiß auf jeden Fall schon mal mehr als wir. Der Hebel ist safe. Mist. Das Ding ist, wir sind dran. Und da wir jede Runde drei neue Items bekommen, haben wir aktuell zu viele Items. Unter welchen Hebel gucken wir denn? Ene, bene, miste, raus bist du. Komm schon, lass da drunter eine... Da ist eine Bombe drunter. Nice. Nice. Das meine ich doch. Das heißt, wir aktivieren jetzt den Kippschalter, dass sich das Ding bei ihm aktiviert. Nehmen den Hammer. Der macht nämlich Double Damage und... Boom! Du verrückter Polizist! Ich hoffe, das hat wehgetan. Das sah schmerzhaft aus, denn du bist hässlich. Die Gegend ist verdammt nice gemacht. Er hat sich geheilt. Das ist nicht gut. Und er hat eine Lupe. Bisher ist nur eine Bombe weg. Ich glaube, es waren drei Bomben hier drunter. Er aktiviert den Kippschalter. Oh nein. Und die Handschellen. Das heißt, ich muss nächste Runde aussetzen. Plus hier drunter ist eine Bombe. Verdammter Polizist, du sollst uns doch beschützen. Was ist los? Siehst du das Licht das erste Mal? Oh nein, ich hab die Handschellen. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn wirklich. Es ist nur noch ein Schalter da. Warte mal, ist der Schalter sicher? Ich weiß es gar nicht. Aber wenn wir ein Bier trinken, sind wir so oder so safe für den nächsten Schalter. Denn das Bier ermöglicht es, einen Schalter zu ziehen ohne Risiko. Das heißt, wir drücken jetzt hier drauf und es passiert gar nichts. Hakuna Matata. Drei neue Items. Der Hammer, sehr nice. Den brauche ich auf jeden Fall. Double Damage und eine Lupe. Ich hätte auch gerne mal was zum Heilen. Eine 50-50-Chance. Wenn wir anfangen, haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft, oder? Wir fangen an. Let's go. Hier drunter ist anscheinend keine Bombe. Von daher weiß ich zu 100%, dass beim anderen Schalter eine Bombe ist. Muss ja so sein. Ist ja eine 50-50-Chance. Und kaboom. Tut mir leid, mein Freund. Das wird richtig wehtun. Boom. Okay, er hat noch zwei Leben. Die erste Runde werden wir so easy machen. So easy. Mein Freund, du kannst den Schalter drücken, wie du fröhlich bist. Allerdings müssen wir beim Kippschalter auch darauf achten, wie oft wir den verwenden. Wir haben nämlich auf dem Schalter drauf eine gewisse Anzahl, wie oft wir ihn verwenden können. Wir können ihn nur noch dreimal verwenden. Eine 50-50-Chance.
Zwei Hebel rot mit Bombe und zwei Hebel ohne Bombe. Er fängt an. Er drückt den ersten Schalter ohne Risiko, weil er ein Bier getrunken hat. Wir nutzen die Zeit und heilen uns mal ganz kurz mit der Bandage. Jetzt haben wir vier Leben und rein theoretisch. Es muss jetzt nicht so sein, aber rein theoretisch. Wenn hier drunter eine Bombe ist, dann, dann war's das für dich. Dann war's das. Ich meine, Herr Officer, Sie haben nur noch zwei Leben. Habe ich gesagt, Sie haben noch zwei Leben? Sie hatten zwei Leben. Die sind nämlich jetzt weg. Kaboom. Let's go. Snily wins. Ich hätte nichts anderes erwartet. Runde Nummer zwei. Und es wird von Runde zu Runde schwerer. Was logisch sein sollte. Der Kippschalter hat sich auch resettet. Wir haben wieder sechs Knopfdrücke. Vier Items können wir einsetzen. Wir haben die Handschellen. Sehr nice. Eine Lupe. Ein Hammer. Und noch ein Hammer. Keine Bandagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sind zwei Bomben. Diese Gegenstände. Sie widerstehen. Schmuggelware. Was? Du hast mir ein Item weggenommen, du Assozial... Er hat mir ein Item weggenommen. Okay, dann hoffe ich, dass ich jetzt mit der Lupe die Bombe... Keine Bombe erwische normalerweise. Aber anscheinend ist dem jetzt einfach so. Und wenn du jedes Mal ein Item wegnimmst, mein Freund, dann habe ich leider keine andere Wahl, als dir Handschellen zu geben, damit du nächste Runde aussetzt. Ich weiß, es fühlt sich komisch an. Es macht mich auch übrigens ziemlich nervös, dass du die ganze Zeit deine Knarre in der Hand hast. Aber du bekommst jetzt Double Damage. Boom. Let's go. Zwei Schaden. Er hat noch vier Leben. Das Ding ist, jetzt gibt es eine absolute 50-50 Chance. Das heißt, ich aktiviere den Kippschalter nicht. Und ich drücke einfach mal auf die Bombe und hoffe, dass ich nicht in die Luft springe. Mann! Das kann nicht mein Ernst sein! Verdammt! Darunter ist keine Bombe, alles gut. Okay, nimmst du mir diese Runde wieder ein Item weg? Eine Bandage, sehr nice. Ein Bier, ein Hammer und eine Lupe, bitte. Ach, verdammt. Man kann ja noch hoffen, oder? Eine 50-50 Chance. Dann nimm mir meine Lupe nicht weg. Was? Du schießt einfach auf das Item drauf? Du hast mir meine Lupe weggenommen? Von all den Items? Du benutzt jetzt selbst deine? Wie asozial bist du? Bitte nicht. Bitte nicht. Du hast die Lupe benutzt und... Hä? Bist du dumm? Du wusstest doch, dass da drunter keine Bombe ist. Dann nimm doch gefälligst den nächsten Schalter. Weißt du was? Ich hinterfrag gar nichts. Ich hinterfrag gar nichts. Das hast du ein bisschen verdient. Ich fühle mich nicht mehr schlecht. Kadaboom. Mach schon boom. Easy peasy. Du hast noch drei Leben. Du schaust ziemlich verrückt aus. Okay, Handschellen sind nice. Der Hammer, gegen den habe ich auch nichts. Lupen brauche ich so. Oh mein Gott, wir haben zwei Lupen. Das ist sehr gut. Wie viele Schalter? Es gibt nur eine Bombe unter vier Schaltern. Oh verdammt, was hat... Du nimmst mir zwei Items. Du wirst ja immer schlimmer. Und du heilst dich. Du benutzt die Lupe. Willst du noch irgendwas? Du spielst schon unfair. Warte mal, du weißt, dass die Bombe da drunter ist? Und du benutzt Handschellen. Es reicht. Es Und Double Damage? Nein. Habe ich noch ein Leben? Oh ja, ich habe noch ein paar Leben. Okay, alles gut. Das Gute ist, ich weiß jetzt, dass unter allen drei Schaltern nichts mehr ist. Von daher ist es eigentlich total wasted. Allerdings, lass mich die Band-Aids benutzen. Weil er nimmt mir nächste Runde wieder ein paar Items weg, was total unfair ist. Wir drücken auf den Schalter hier. Alles cool. Hier ist nirgendwo eine Bombe drunter. Und gehen in die nächste Runde. Ich hoffe, er nimmt mir jetzt nicht wieder meine besten Items weg. Das wäre total ätzend. Ein Bier, sehr schön. Und noch ein Bier. Bier brauchen wir gerade. Eine 50-50 Chance. Die Lupe brauche ich aber auch. Ich habe zwei. Kannst du mal... Oh, du nimmst mir drei Items weg? Jede Runde nimmst du mir ein Item mehr weg? Das ist voll asozial. Das ist wirklich voll asozial.
Okay, es ist eine 50-50 Chance. Denk dran. Bitte lass deine... Da ist eine Bombe drunter. Gut. Gut. Diese Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen, heißt das. Ich aktiviere den Hebel. So. Und hau mit dem Hammer drauf. Nein, wir haben ja keine Handschellen. Er hat uns die Handschellen weggenommen. Das heißt, die Runde haben wir nicht auf jeden Fall gewonnen. Er kann uns nämlich jetzt Handschellen geben. Obwohl es jetzt sowieso eine 50-50 Chance ist und er trinkt ein Bier. Bitte lass da keine Bombe drunter sein, weil dann warst du ein Idiot. Bitte? Es scheint alles cool zu sein. Oh, das ist richtig gut. Er hat nur noch ein einziges Leben. Let's go! Was? Oh nein, die Bombe war unter dem Schalter, den er gedrückt hat. Er hat nur das Bier getrunken, was die Bombe deaktiviert hat. Verdammt. Aber er hat noch zwei Leben. Das heißt, je nachdem, was für Items er uns wegnimmt, könnten wir es jetzt geschafft haben. Hier ist eine Bombe drunter. Eine einzige. Oh nein, er hat uns den Hammer weggenommen. Ich kann es nicht glauben. Ich mag diesen Typen nicht. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Wir müssen uns auf jeden Fall heilen. Let's go. Es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, dass ich die Bombe jetzt erwische. Da ist keine Bombe drunter. Okay, warte mal. Dann ist hier eine 50-50 Chance, dass da eine Bombe drunter ist. Weißt du was? Ich riskiere es. Es ist eine 50-50 Chance. Komm schon, bitte. Bitte. Ich habe nur noch einmal den Kippschalter. Ah, nice. Sehr nice. Gott, das war knapp. Unter den anderen ist keine Bombe mehr. Da sind wir safe. Da sind wir safe. Gut. Let's go. Okay. Mann, das wird schon ganz schön spannend, um ehrlich zu sein. Nimm mir bitte nicht alle meine Items weg. Ich brauche ein bisschen was. Wie oft schießt du jetzt auf mich? Oh Gott, das sind zwei Bomben. Ich könnte gewinnen. Aber er hat auch Handschellen. Oh. Okay, er hat mir den Hammer wegge... Alles gut. Alles gut. Obwohl, ich habe keine Lupe. Das ist ein bisschen doof. Weißt du was? Ich hoffe jetzt einfach, dass es stimmt. Ich nehme den mittleren Schalter. Ich habe keinen Kippschalter mehr. Das war mein allerletzter. Also bitte. Ja! Nice! Smiley wins! Letzte Runde. Runde Nummer 3. Ich bin sehr gespannt. Oh. Was denn? Alles gut mit... Ich bin immer noch ein gewöhnlicher Polizist. Verkleidung dauert nicht ewig, weißt du? Was hat er gesagt? Er ist ein gewöhnlicher Polizist oder kein gewöhnlicher Polizist? Ich konnte das gerade nicht richtig lesen. Die Texte stehen da so schnell. Okay. 4 Items. Je nachdem, wie viele darf ich ihn behalten. Eine 50-50 Chance. 2 rote, 2 grüne Hebel. Er schießt nur ein einziges Mal. Aber ich habe jetzt keine Lupe. Es ist eine 50-50 Chance. Das ist echt unnice. Und ich weiß auch gerade nicht, wo irgendwas drunter ist. Von daher, ich trinke, glaube ich, ein Bier. Ich trinke, glaube ich, ein Bier. Und drück einfach mal den hier. Ich bin nämlich gerade einfach zu unsicher. Und ich habe den Kippschalter nur 6 Mal. Ich sollte damit sparsam umgehen, auf jeden Fall. Okay, bei ihm ist auch nichts passiert. Verdammt. Verdammt, das ist jetzt so ätzend. Weißt du was? Lieber es trifft dich als mich. Bitte lass es einfach eine Bombe sein. Bitte. Dann hat es sich gelohnt. Nein! Er aktiviert den Kippschalter bei mir. Und die Wieso die Handschellen? Das ist doch voll... Und Double Damage? Aber du weißt doch gar nicht, ob da zu 100% eine Bombe... Mist! So ein Kack! Okay, okay. Ich muss irgendwas finden, was mich jetzt rettet. Wie viele Bomben sind in dieser Runde da? Ich habe 2 Lupen. Das Problem ist, er nimmt mir die ganze Zeit die Lupen weg. Eine 50-50 Chance. Wenn er mir nicht beide Lupen wegnimmt, ist alles tutti. Komm. Oh Gott. Ja, ich habe meine Handschellen immer noch. Und jetzt hat er die Lupe. Und er hat 2 Hammer. Wie unfair ist das? Oh Gott. Ja. Oh nein. Also gerade ist es wirklich unfair. Wirklich unfair. Ich habe keine Chance, irgendwas zu tun. Mann. Und wir sind eigentlich echt gut hier drinne. Ich weiß doch, dass beim nächsten keine Bombe drunter ist. So ätzend. Okay, Items. Ich struggle gerade ein bisschen. Gib mir einen Verband.
Wieso gibst du mir keinen Verband? Und jetzt? Zwei Bomben, eine unscharfe. Okay. Lass mich doch auch mal spielen, bitte. Ich will auch mal spielen. Nur einmal. Okay. Lass hier die Unscharfe sein, bitte. Das ist die Unscharfe. Das ist die Unscharfe. Sehr gut. Dann kriegst du die Handschellen. Das ist so fantastisch gerade. Fantastisch. Okay. Sein Schaden wird aktiviert. Und boom. Boom. Er kriegt diese Runde 4 Schaden. 4 Schaden. Allerdings hat er 2 Heilverbände. Das ist halt echt unsexy. Okay, okay, alles cool, alles cool, alles cool. Er hat die Handschellen, er kann nichts tun. Weiter, Bombe. Attacke. Let's go. Wieder Hammer. Double Damage und... Komm schon, Blick in die Luft. Nice, er hat noch 2 Leben. Allerdings auch 2 Verbände. Das bringt mich zum Kotzen. Aber ich glaube, wir können die nächste Runde anfangen. Was haben wir hier? Lupe, Handschellen, Handschellen. 2 Lupen, 2 Handschellen. Oh, er hat 2 Leben. Okay. Er fängt an. Und heilt sich. Es ist so ätzend. Er benutzt wieder die Lupe. Ich verstehe. Ich bekomme ja nie was zum Heilen. Nie, wie soll ich die Runde gewinnen? Oh. Oh, er ist ein Idiot. Das war eine unscharfe Bombe. Warte mal. Wenn es eine 50-50-Chance ist, dann hoffe ich, dass ich jetzt die Unscharfe erwische. Das ist die Unscharfe. Hätte ich einen Hammer, könnte ich es beenden. Hätte ich einen Hammer, könnte ich es beenden. Es ist so ätzend. Und das Ding ist, ich habe nur noch 3-mal den Kippschalter hier in der Mitte. Das bringt mich gerade ein bisschen zum Struggeln, um ehrlich zu sein. Kippschalter. So. Ich kann es nicht beenden und ich kann mich auch nicht heilen. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ich sehe das hier immer kaum. 3 Leben habe ich noch. Er hat aber 2 Hammer. Er könnte es halt jederzeit beenden und das ist übel. Das ist wirklich übel. Komm schon. Officer Smiley heißt der. Oh, okay, wir haben fast denselben Namen. Fast. Okay, darunter ist jetzt nichts unter seinem... Er hat sich wieder geheilt. Er hat sich wieder geheilt. Oh. Komm schon. Er ist so ein Schummler. Gib auch einen Verband. Bitte mach den Verband nicht kaputt. Ich brauche den. Eine Bombe. Es ist nur eine einzige Bombe. Und damit könnten wir es gemacht haben. Er nimmt mir nicht den Verband, Ben. Und die Lupe haben wir auch. Und das Double Damage. Wenn er jetzt die Bombe nicht drückt mit dem Bier, haben wir es eventuell geschafft. Dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, er hat die Bombe nicht gedrückt. Wir haben nur noch einen Kippschalter. Wenn wir die Bombe jetzt sehen würden, wäre es natürlich noch schöner. Okay. Wisst ihr was? Es ist jetzt echt auf gut Glück. Weil eventuell hat er direkt am Anfang die Bombe gedrückt mit dem Bier und die damit entschärft. Aber wenn das jetzt... Was? Wir haben keinen Kippschalter mehr. Das ist richtig doof. Das heißt, er muss sich selbst in die Luft jagen. Pattsituation. 2 Bomben. Komm schon. Er muss sich nur noch einmal selbst in die Luft jagen. Nur noch ein einziges Mal. Ich kann gerade nicht viel tun, außer sicher zu spielen. Und ich hoffe, dass ich jetzt keine Bombe erwische. Trotzdem habe ich ein Bier getrunken. Trotzdem habe ich ein Bier getrunken. Komm. Komm, jag dich in die Luft. Jag dich in die Luft. Nein. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh Gott. Ich kann ihm keinen Schaden mehr zufügen. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh, verdammt. Hätte ich die andere aktiviert. Oh, Ende nicht wie Bob. Wer ist Bob? Darunter ist keine Bombe. Oh Gott. Ich brauche was. Bier ist jetzt gerade richtig gut für mich. Und Band-Aid sowieso. Okay, es ist eine Bombe hier drunter. Vielleicht drückst du die auch einfach mal, ohne irgendwas zu tun. Mach mir meine Band-Aids nicht kaputt. Du hast mir mein Bier kaputt gemacht. Das ist genauso kacke. Bitte lass die Bombe da drunter sein. Da ist keine Bombe drunter. Verdammt, verdammt, verdammt. Weißt du was? Worauf drücke ich denn? Ich drücke hier drauf. Bitte lass mich die Bombe nicht erwischen. Bitte. Das hört sich so an, oder? Oh nein. Er weiß, dass die Bombe da drunter ist. Er benutzt den Kippschalt. Und die Handschellen. Wieso? Das ist eine ewige Runde.
Ich hätte sie schon längst beenden können. Hätte mein Schalter nicht so doof verwendet. Er hat doch nur noch ein Leben. Er hat doch nur noch ein Leben. Er muss doch nur einen Fehler machen. Gib mir Verband. Verband. Ich brauche Verband. Oh ja, nice. Nice, nice. 3 Bomben. Und er hat Handschellen und Double Damage ohne Ende. Mach meinen Verband nicht kaputt, bitte. Er macht mein Bier kaputt. Das ist auch Kacke. Das ist auch Kacke. Er benutzt den Kippschalter. Und drückt jetzt einfach. Es sind 3 Bomben hier drunter. Ist das ätzend. Wie viel Leben habe ich noch? 1. Ich glaube, das war's. Wenn er jetzt nicht total verkackt, war's das. Ich kann halt einfach gar nichts tun. Ich muss jetzt einfach das Richtige erwischen. Die richtige Bombe. Die keine Bombe ist. Es ist nur eine davon. Oh mein Gott. Das war sie. Aber er aktiviert den Kippschalter. Die Handschellen. Ich kann nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Oh mein Gott. Drück doch jetzt einfach den Schalter. Du hast doch nur ein einziges Leben, Mann. Ich hab die Handschellen. Und er drückt den Kippschalter. Das war's. Das war's. Verdammt. So ein Mist! Du hast das Recht zu schweigen. Oh, warte. Wir machen das nochmal, aber ich skipp dahin, bis wir es geschafft haben. Das war jetzt einfach sehr, sehr doof. Er hat nur noch ein Leben und ist eine 50-50 Chance. Oh mein Gott, okay. Die Mechanik mit den Items wegnehmen ist halt echt unfair. Bitte lass da die Bombe drunter sein. Warte, da war nicht die Bombe drunter. Das heißt doch. Warte. Ich nehme trotzdem Double Damage, damit du ein bisschen mehr Schaden bekommst. Warte mal, wenn ich jetzt nicht doof bin und der kein Bier getrunken hat, dann heißt es doch jetzt... Das war's. Oh Gott. Also die Mechanik mit den Items ist auf jeden Fall hart. Wir haben jetzt 2 Versuche gebraucht. Level abgeschlossen. Dead or Alive. Anscheinend war er nicht wirklich ein Officer oder... Zumindest gab es ein Kopfgeld auf ihn von 4,5 Millionen. Wir haben aber 4,6 Millionen erhalten. Wie viele Milliliter wir auf Soda wir getrunken haben. Wie viele Hebel wir entschärft haben. Wie viele leere Hebel wir gezogen haben. Wie viele funktionierende wir gezogen haben. Und wie viele Medkits wir benutzt haben. Das ist die Statistik. Nice! Das war auf jeden Fall schon deutlich schwerer. Allerdings haben wir es auch wieder bestanden. Zwar nicht mit Bravour, aber bestanden. Ich liebe diese Art von Spiel. Ich finde sie irgendwie cool. Gibt einem so ein spannendes Gefühl. Ich kann es nicht erklären. Das Spiel ist umsonst. Wenn ihr wollt, spielt es doch gerne mal selbst. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Okay. Bye, bye.